Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Ihr seht, ein klein wenig Licht leuchtet hier schon an meinem Lego-Kino am Palace Cinema. Da seht ihr das ganze Gebäude. Aber das ist nur eine kleine Straßenlaterne und ja, hier so ein kleiner LED-Scheinwerfer. Insgesamt sieht das Ding dann doch recht wenig beleuchtet aus und das wollen wir heute ändern. Also erst einmal Licht an. Und das machen wir mit dem Set von Light Tailing. Da haben wir das Ganze. Dann soll das nämlich so aussehen, richtig toll beleuchtet, so wie sich das für so ein tolles Modular Building dann auch gehört. Also, das schauen wir uns heute mal genau an. Ihr findet übrigens hier die Links zu diesem Set, zum Beleuchtungsset, hier unten in meiner Videobeschreibung und ja auch hier die Playlist Lego Leppin und Co. Da findet ihr alle Klemmbaustein-Abenteuer von mir. So, so viel dazu. Hier drin ist das Set und das packen wir jetzt mal aus. Und der Grund, warum ich hiermit relativ lange gewartet habe bisher, ist der Preis. Ja, es ist nicht so ganz günstig, aber es bietet auch eine ganze Menge dafür. Ihr seht, hier ist alles pickepacke vollgepackt. Hier haben wir einmal eine Batteriebox, ja, also wer es irgendwo hinstellt, wo man eben die Stromversorgung nicht sicherstellen kann. Dann gibt es dann hier eine Batteriebox, da kommen rein, ich denke mal normale AAA-Batterien, kriege ich das jetzt so auf die Schnelle? Nein, ich kriege es gerade nicht auf, egal, von der Größe her würde ich sagen AAA-Batterien. Ihr seht, USB-Anschluss dran, dass man dann eben die Beleuchtung hier anschließen kann. Also, das war Teil Nummer 1 und dann hätten wir einmal, ja, die Anleitung und das ist alles nett bebildert hier, farbig bunt. Gute Druckqualität und nach gerade einmal, da wird man sogar beglückwünscht, Glückwunsch, hast es geschafft in 132 Bauschritten. Ja, also die werden wir auf jeden Fall brauchen. Dann haben wir, was haben wir denn da noch, ein Zubehörkit, Warnung, Vorsichtsmaßnahmen, so das Kabel behandeln, nicht so legen, sondern zwischen die Noppen legen und ja, so ein paar kleine Anleitungen, wie man das hier verwendet, ohne dass alles in die Grütze geht. Und meine Güte, hui, ja, massig Tüten, meine Güte. Da haben wir einmal einen Schraubendreher oder einen Schraubenzieher oder, na, mal schauen. Ja, schaut euch das mal an, kenne ich sonst nur von meinen iPhone-Reparaturen. Ein ganz kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher. Ah, ganz kleiner Nachtrag, den Schraubenzieher braucht man, um die Schraube hier aus der Akkubox oder aus der Batteriebox rauszumachen. Dann kriegt man es auch auf und wir sehen, es kommen drei AA-Batterien hier rein. Und ja, Kabel. Und oh ja, das ist cool. Das ist hier die Beleuchtung. Schaut mal her, hier diese gelben haben wir hier komplett beleuchtet. Oh Mann, das sieht bestimmt klasse aus. Also ganz viele Tütchen mit verschiedensten Kabeln. Hier ist auch so eine Laterne drin. Habe ich ja hier schon verbaut, das kann ich mir dann sparen. Aber schön, Laternen kann man nie genug haben, ich sag's euch. Dann hier nochmal ein bisschen was. Und alles hat seinen eigenen USB-Anschluss. Das wird ja ein USB-Anschluss-Massaker. Schaut mal her, das hier sind diese Scheinwerfer. Ja, ganz cool. Die bekommen dann eben auch hier sogar 6 LED-Scheinwerfer oder Lichter da reingebaut. Das sieht bestimmt klasse aus nachher. Und weil sie echt mitdenken, gibt es noch das hier. Wie gesagt, wir haben hier verflixt viele USB-Anschlüsse und wir bekommen hier einen USB-Hub. Also da habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anschlüsse, wo man dann eben hier die ganzen Beleuchtungen anstöpseln kann. Und einen USB-Anschluss für die Stromversorgung. So, also, damit hätten wir das Ganze schon mal ausgepackt, so im Groben. Ich würde sagen, ich lege einfach mal los und wir sehen uns dann, wenn der erste Bauschritt erfolgreich überstanden ist. Oh mein Gott, ist das geil. Aber ich zeige euch gleich, was geil ist. Zuerst schauen wir mal, was haben wir denn gebaut? Also der ganze Vorbau hier vorne, ihr habt es gesehen, habe ich auseinandergenommen. Hier sind jetzt also die LED-Lämpchen verbaut. Ihr seht diese kleinen Käbelchen, die sind hier schön rumgewickelt, dass die nicht so auffallen. Dann haben wir hier unten die beiden, haben wir beleuchtet, oder die vier besser gesagt. Das ist auch beleuchtet. Hier unten, das hat sich, ja, das wurde leider weggespart. Hätte bestimmt auch noch toll ausgesehen. Und nochmal hier diese kleinen, ja, hier diese Transparenten. Da haben wir 1, 2 und da hinten nochmal 3 und 4. Die sind alle beleuchtet und die Käbelchen habe ich so gut wie möglich versteckt. Und jetzt werde ich euch zeigen, wieso ich gerade gemeint habe, oh mein Gott,
Wie geil. Also, ich werde jetzt hier mal provisorisch einstöpseln und wir schauen uns mal an, was dann hier abgeht. Es geht einiges ab. Ihr seht schon, es blinkt und funkelt und wow. Las Vegas-Style. Richtig toll. Schaut euch das mal an. Ich dachte, die leuchten einfach nur, aber das hier ist ja eine richtig tolle Lightshow, die hier abgeliefert wird. Meine Güte, finde ich super. Also ich bin echt schon mal so weit begeistert. Hier sehen wir die kleinen Lämpchen. Ja, die sind auch am Leuchten hier. Wunderbar, aber das da ist ja wirklich ein ganz, ganz toller Effekt. Befeuert mich ja hier direkt weiterzumachen und zu schauen, was hier noch so kommt. Das hier ist schon mal richtig großes, ja, Pflaster, Daumen hoch, Kino. Seid ihr bereit für noch mehr Bling Bling? Ja, ich habe jetzt die erste Etage schon drauf gebaut wieder und auch hier sind einmal hier Beleuchtungselemente angebracht, einmal hier Beleuchtungselemente und hier vorne die gelben. Und ihr wisst ja, was die gelben hier vorne tun. Ja, das machen die hier auch. Ich zeige es euch mal. Ich stöpsle mal ein und wir sehen, ja, Bling Bling sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir echt super gut. Toller Effekt. Ach so, und ja, hier unten drunter, ihr seht, im Eingangsbereich, auch da haben wir noch mal Lichter angebracht. Dann hier diese leuchtenden Lichter oder was ist leuchtenden, diese fahrenden Lichter quasi. Dann hier oben noch mal diese Beleuchtung für diesen oberen Bereich. Sieht auch schön aus, gerade wenn man weiter weggeht, kann man jetzt schon sehen, wie wunderbar lebhaft das aussieht, obwohl hier nur die Hälfte gerade eingeschaltet ist. Ja, also ich muss bisher sagen, ich bin super, super positiv überrascht und somit erklärt sich mir auch ein wenig der hohe, wenn auch irgendwie gerechtfertigte Preis hier von dem Set. Es ist richtig toll. So, wir schauen mal kurz rein. Hier sind noch ein paar Käbelchen natürlich zu sehen, die man immer irgendwie verstecken muss, die dann irgendwo rauskommen. Da kümmern wir uns ganz zum Schluss drum. Zum Beispiel wie auch hier. Moment, ich mache mal etwas heller. Ich habe das eben alles ausgeschaltet. Um euch den Leuchteffekt besser zeigen zu können, ihr seht, hier gehen die Käbelchen raus und ja, man bemüht sich natürlich, die möglichst gut zu verstecken, aber an der einen oder anderen Stelle sieht man es eben doch, aber Hauptsache, man sieht sie von außen nicht so besonders stark. So, weiter geht's. Ich gehe jetzt zu Bauschritt Tüte Nummer 3. Da haben wir noch mal ein bisschen Beleuchtung und dann kommt noch da hinten die Strahler und dann sind wir auch schon fertig. Ich bin hier übrigens in der Anleitung bei Bauschritt 121. Weiter geht's. Tja, ich wäre dann mal fertig und was soll ich groß sagen? Ich stöpsele es gleich ein, aber hier unten, die Dinger hier, die werden komplett ausgetauscht. Also das hier sind diese Scheinwerfer, die man so dabei hat beim Set und die werden einfach komplett ausgetauscht und ich habe jetzt hier mal so die Befestigung noch gelöst. Ja, so nicht. Ich habe hier so ein paar Teile, so einmal einser, ich kann euch das schlecht jetzt zeigen, habe ich zwei hier drunter gepackt, dass die fixiert sind, denn im Original, ja, stehen die da nur so und jedes Mal, wenn man Staub wischt, dann sind sie weg. So, aber das nur dazu. Ich stelle euch mal kurz hier an den Eingang und sage, das Kino ist eröffnet und es ist richtig, richtig mega gut geworden. Also, wir gehen mal nach hinten und ihr könnt euch das jetzt hier mal anschauen. Ja, ich würde mal sagen, Las Vegas lässt grüßen, oder? Ohne Quatsch jetzt, ich finde es super, super schön. Es ist wow. Also Beleuchtung Next Level. Kann man nicht anders sagen. Beleuchtung Next Level. Das Gebäude sieht dermaßen, ich sag mal, lebendig jetzt aus. Kein Vergleich, als wenn gar keine Beleuchtung dabei wäre. Also wir gehen noch mal das Ganze etwas durch. Wir schauen mal hier in den Innenraum. Ja, wollt ihr Tickets kaufen? Hier, wo es blinkt, gibt es die Tickets. Dann haben wir hier die Straßenbeleuchtung. Hier haben wir einmal so einen Scheinwerfer. Ja, ziemlich bunte Geräte. Ich habe die mal so ausgerichtet, dass die immer hier schön hinstrahlen und leuchten. Natürlich, welcher Film wird gezeigt? Das wird hier ganz mit viel Bling Bling gemacht. Unten drunter die Eingangsbeleuchtung. Dann kommen wir hier rüber zum nächsten Scheinwerfer, der natürlich hier das Ganze schön anstrahlt. Und
bestens beleuchtet, unsere Kinoplakate. Ich find's so, so cool. So, gehen wir mal nach oben, denn auch der erste Stock hat ja die Beleuchtung da hinten bekommen. Wir sehen hier an den Seiten die kleinen, diese kleinen Scheinwerferchen, die auch alles ein bisschen hell machen. Und wenn ich mit euch reingehe, ja, kann man es vielleicht auch sehen, auch innen ist jetzt Beleuchtung angebracht. Das heißt, auch innen ist es jetzt ein bisschen heller geworden. Vielleicht kann man es hier nur ein bisschen deutlicher sehen. Ja, da seht ihr es. Innen drin ist auch noch mal Licht und wir können hier in den Kinosaal sozusagen reinspicken. Ja, also auch hier noch mal oben ein bisschen Lichtchen. Ich finde es super, super toll. Habe ich das schon erwähnt? Ja, ich glaube schon. Ich mache mal hier noch eben die Türe auf und wir spitzen mal oder spicken mal kurz rein. Obwohl man hat es ja hier schon sehr gut gesehen, dass auch hier der ganze Innenbereich jetzt auch noch beleuchtet ist, da ich auch dort im Erdgeschoss innen Licht anbringen konnte mit dem Set hier. Also super tolle Sache. Ich mache mal eben hier die großen Lichter nochmal an, denn ich will euch natürlich nicht die Schattenseite vorenthalten. Die sieht bei mir jetzt aktuell noch so aus. Also es gibt natürlich einiges an Kabeln, die ich allerdings noch schön verstecken werde. Und hier oben habe ich mal provisorisch die Powerbank angeschlossen, denn ich habe es nachher richtig angeschlossen. Und hier der ganze Adaptersalat. Aber ist ganz gut gelöst, denn wenn man es dann normal hinstellt, sieht man davon nichts mehr. Hier das werde ich nachher noch verstecken, wenn ich es dann fertig eingebaut habe. Also Leute, mein Fazit, Beleuchtung Next Level hier von Lighttailing. Ja, ich finde es richtig toll. Der Preis ist hoch, was man bekommt, allerdings dafür sehr sehenswert. Also, wie gesagt, die Links findet ihr hier unten in meiner Videobeschreibung und ich freue mich jetzt hier über ein sehr toll beleuchtetes und lebendiges Palace Cinema, das hier meinen Straßenzug wunderbar ergänzt und quasi fast schon komplettiert. Also, das wäre es gewesen. Wer noch mehr sehen will von Klemmbaustein-Abenteuern, Beleuchtungssets und so weiter, schaut in den Link hier unten in der Videobeschreibung. Da ist alles für euch drin. Lego, Leppin und Co. Alle Klemmbaustein-Abenteuer von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Vielleicht ja mit einem anderen tollen Beleuchtungsset. Ich hätte da noch so ein, zwei Sachen, die ein bisschen mehr Licht gebrauchen könnten. Also, macht's gut.